Startposition. Schläger zeigt nach oben und stehe seitlich zur Grundlinie. Hole maximal bis Kopfhöhe aus und führe die Schleife bis zur Grundposition. Schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Verlagere dabei dein Gewicht vom hinteren auf das vordere Bein. Treffpunkt: stabiles Handgelenk, Schlagarm gestreckt, Schlagfläche senkrecht. Endposition: rechte Handfläche zeigt nach oben und die Schulterblätter zusammenführen. Das rechte Schulterblatt zeigt beim Ausholen zum Netz und am Ende nach hinten. Trainingsaufgabe: spiele den Ball 10-mal fehlerfrei in Folge. Die Bälle drehen sich dabei vorwärts. Mit Vorwärtsdrall, also Spin und Schleife, geht's zum nächsten Schritt.